Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar zum Thema Erste Schritte mit der Mobile Banking App. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen ein interessantes Online-Seminar. Dieses Seminar wird insgesamt ca. 40 Minuten dauern. Wir werden Ihnen die Voraussetzungen, Vorteile und Grundfunktionen der Bank Austria Mobile Banking App aufzeigen. Sie haben währenddessen die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Geben Sie hierzu Ihre Frage im Chat ein. Am Ende werden wir die Fragen beantworten. Im Anschluss werden Sie in der Lage sein, die Bank Austria Mobile Banking App herunterzuladen, sich einzuloggen und Ihre täglichen Bankgeschäfte von zu Hause und unterwegs aus zu erledigen. Zu Gast bei uns ist Wolfgang Drexler. Guten Abend. Erster Leiter des Mobile Banking und wird uns heute alles rund um die App erklären und die wichtigsten Fragen beantworten. Guten Abend. Lieber Herr Drexler, die meisten unserer Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte bereits digital über unser Internetbanking 24U. Warum sollten Sie sich auch die App dazu installieren? Das 24U Internetbanking und die Bank Austria Mobile Banking App funktionieren am besten und sichersten im Zusammenspiel. Das Einloggen ins 24U und die Freigabe von Aufträgen, wie zum Beispiel Überweisungen, müssen immer mit einem zweiten Faktor, also einer TAN, bestätigt werden. Und da muss ich jetzt etwas weiter ausholen. Der erste Faktor ist die PIN, also das persönliche Passwort, das beim Login abgefragt wird. Die PIN wissen nur Sie, sonst niemand. Aus Sicherheitsgründen, aber auch gesetzlich, ist es erforderlich, dass elektronische Aufträge, wie zum Beispiel eine Überweisung, aber doppelt abgesichert sind. Ein Teil unserer Kunden nutzt aus historischen Gründen als zweiten Faktor noch den SMS-TAN, den es seit 2007 gibt. Das ist ein Einmalcode, zum Beispiel zur Freigabe der Überweisung, der per SMS zugestellt wird. Die zusätzliche Sicherheit ist hier, neben dem Passwort, der Besitz der Rufnummer, die ja nur Ihnen gehört. Der notwendige zweite Faktor, also der Einmalcode, den wir TAN nennen, kann aber auch ganz bequem und noch sicherer über die Mobile Banking App statt über SMS abgerufen werden. Das nennt sich dann Push-TAN. Das Login ins 24U Internet Banking bestätige ich sogar mit Hilfe der App ganz komfortabel mit nur einem Klick. Da brauche ich gar keinen Code abzutippen und es ist sogar noch sicherer. Ich würde sagen, sehen wir uns es einfach einmal zum besseren Verständnis in einem Video an. Zwei-Faktor-Authentifizierung im 24U Internet Banking. Sobald Ihre Mobile Banking App mit all Ihren Funktionen aktiviert ist, können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Einloggen in unser 24U Internet Banking nutzen. Mit diesem Verfahren bestätigen Sie Ihre Identität in zwei Schritten. Das tun Sie im ersten Schritt mit Ihren Anmeldedaten und im zweiten Schritt mit einer Bestätigung in der App. Damit wird sichergestellt, dass nur Sie auf Ihr Konto zugreifen können. Gehen Sie dafür auf Ihrem Computer auf unsere Bank Austria-Webseite. Klicken Sie rechts oben in der Ecke auf Login und wählen Sie den Punkt 24U aus, um den Anmeldevorgang zu starten. Geben Sie jetzt Ihre Verfügernummer und Ihren PIN-Code ein und klicken Sie anschließend auf Login. Sie erhalten nun eine Zwei-Faktor-Authentifizierungsanfrage auf Ihrem Computer. Gleichzeitig wird Ihnen eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone gesendet, um Ihre Identität mittels Mobile Banking App für das 24U-Login zu bestätigen. Die Push-Nachricht sollte auf Ihrem Smartphone-Bildschirm angezeigt werden. Sollten Sie keine Benachrichtigung bekommen, können Sie die Anfrage auch in der TAN- und Benachrichtigungen-Inbox Ihrer App bestätigen. War die Bestätigung erfolgreich, wird Ihnen eine Erfolgsmeldung angezeigt, die Sie mit OK schließen können. Nach einem kurzen Moment werden Sie automatisch in Ihr 24U Internet Banking weitergeleitet. Die Anmeldung zu Ihrem Internet Banking erfolgt ab jetzt immer anhand dieses Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahrens. So ist Ihr 24U Internet Banking noch sicherer. Bank Austria, die Bank für alles, was wichtig ist. Ja, die Mobile Banking App bietet aber neben der Sicherheit viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel die exklusive Fotoüberweisung. Damit brauche ich ganze Rechnungen oder Lagscheine nur abzufotografieren, bestätigen
und fertig ist die Überweisung. Langes Abtippen der IBAN gehört damit der Geschichte an. Nicht zuletzt habe ich mein Banking stets zur Hand, egal ob ich zu Hause bin oder in der Bahn oder mit Ihnen hier im Studio. Wichtig ist jedenfalls, dass Sie natürlich auch weiterhin 24U nutzen können. Das hört sich toll an. Jetzt gibt es doch aber Kunden, die Bedenken haben und ihre Bankgeschäfte lieber nicht am Smartphone erledigen wollen. Was können Sie diesen Kunden mit auf den Weg geben? Ja, wir hören oft die Bedenken, dass Bankgeschäfte am Smartphone zu tätigen unsicher sei. Dabei ist es eigentlich umgekehrt. Smartphones sind aufgrund ihrer geschlossenen Ökosysteme heute sicherere Plattformen als offene Windows-PCs, wie zum Beispiel Ihr Laptop zu Hause oder der bei der Arbeit. Durch die persönliche Geräteaktivierung wird das Smartphone und der Benutzer auch miteinander verbunden. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsebene, die bei einem Zugriff über PC und Laptop so gar nicht möglich ist. Wie kann man das verstehen? Was bedeutet Smartphone und Benutzer sind miteinander verbunden? Das bedeutet, dass der Zugriff auf die Mobile Banking App nur über Ihr registriertes Smartphone und mit Ihren Zugangsdaten erfolgen kann. Es kann also kein Außenstehender einfach die Mobile Banking App auf ein fremdes Smartphone installieren und auf Ihr Konto zugreifen. Bei der Aktivierung der App speichern wir am Telefon bestens abgesichert kryptografische Schlüssel und ich könnte Stunden über die zusätzlichen Sicherheitsmechanismen reden, die wir in der App haben, aber ich möchte sie nicht langweilen, verliere mich sonst ein bisschen in Details. Der Zugriff auch über 24U kann dann nur mit Ihren persönlichen Zugangsdaten und Ihrem registrierten Smartphone erfolgen. Solange Sie Ihre Zugangsdaten also vertraulich behandeln und das Gerät nicht weitergeben, sind Sie geschützt. In der App können Sie sich sogar biometrisch per Fingerabdruck oder Face ID, also Gesichtserkennung, einloggen. Zu guter Letzt macht die Mobile Banking App auch das Banking in 24U sicherer. TANs, also die Einmalcodes zur Freigabe von Aufträgen, werden nicht mehr unverschlüsselt via SMS verschickt, sondern doppelt gesichert in der App ausgeliefert. Das nennt sich, wie gesagt, Push-TAN. Push-TANs, also TAN-Nachrichten in der App, sind also doppelt gesichert. Was meinen Sie damit und ist das nicht sehr kompliziert? Die Push-TAN-Nachrichten werden zum einen verschlüsselt in die App übermittelt. Das heißt, selbst wenn sie jemand abfangen würde, könnte derjenige die TAN-Nachricht nicht entziffern. Zum anderen sind die TAN-Nachrichten in der App auch kryptografisch abgesichert. Das bedeutet, dass die TAN-Nachrichten sowieso nur von Ihrer App überhaupt angezeigt werden können. Das macht den Mitlesen unmöglich. Eine SMS-TAN-Nachricht ist also mehr mit einer einfachen Postkarte vergleichbar. Eine Push-TAN ist wie ein eingeschriebener Brief, den nur Sie persönlich bekommen können und zusätzlich ist er in einer Geheimschrift, damit ihn sonst niemand anders lesen kann. Und die gute Nachricht ist, um das alles kümmert sich die App. Sie stellt unter der Haube sicher, dass diese komplexen Dinge passieren. Unsere Benutzer merken nichts davon, alles bleibt einfach wie bisher. Auf unserem Sicherheitsportal unter sicherheit.bankaustria.at haben wir des Weiteren eine Vielzahl an Informationen und Tipps für den sicheren Umgang mit Bankgeschäften für Sie zusammengefasst. Prima. Schauen wir uns jetzt als erstes an, wie man die App herunterlädt und installiert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die folgenden Videos können Sie sich nach unserem Seminar jederzeit nochmal anschauen. Sie finden alle Videos auf dem UniCredit Bank Austria YouTube-Kanal. Außerdem bekommen Sie in den nächsten Tagen einen Link per E-Mail, wo Sie das gesamte Online-Seminar von heute nochmals anschauen können. Und jetzt schauen wir uns das Video an. Schritt 1. Herunterladen der App. Zuerst zeigen wir, wie Sie unsere Mobile Banking App auf einem Android-Gerät herunterladen können. Anschließend noch einmal auf einem iOS-Gerät, also einem iPhone oder iPad. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Google Play Store und geben Sie im Suchfeld Bank Austria Mobile Banking ein. Wählen Sie die App aus und klicken Sie anschließend auf Installieren. Sobald die App fertig heruntergeladen ist, können Sie die App entweder gleich über den Store oder über Ihren Startbildschirm öffnen. Mit iOS, also auf einem Apple-Gerät, funktioniert das Herunterladen ähnlich. Öffnen Sie dafür den App Store und klicken Sie unten in der Leiste auf Suchen. Geben Sie im Suchfeld Bank Austria Mobile Banking ein
und klicken Sie anschließend auf Laden. Sobald die App fertig heruntergeladen ist, können Sie die App entweder über den Store oder über Ihren Startbildschirm öffnen. Bank Austria, die Bank für alles, was wichtig ist. Herr Drechsler, muss ich etwas bei der Installation beachten? Funktioniert die App mit allen Smartphone-Modellen? Ja, installieren Sie die Bank Austria Mobile Banking App nur auf Ihrem eigenen Smartphone. Wir haben vorhin gelernt, dass die persönliche Gerätebindung ein Eckpfeiler für die Sicherheit im Mobile Banking ist. Und die Bank Austria Mobile Banking App läuft auf Android, iOS und Huawei-Geräten. Und zwar nicht nur auf den neuesten, sondern auch auf älteren Geräten. Schön. Als nächstes schauen wir uns einen sehr wichtigen Schritt an, bevor die Mobile Banking App genutzt werden kann, nämlich wie man die App auf seinem Gerät aktiviert. Schritt 2. App Aktivierung. Haben Sie die App erfolgreich installiert und geöffnet, geht es jetzt um die Aktivierung der App auf Ihrem Smartphone. Klicken Sie dafür auf Jetzt aktivieren. Geben Sie anschließend Verfügernummer und PIN ein. Diese haben Sie bei Ihrer Kontoeröffnung bekommen. Wenn Sie alles eingegeben haben, drücken Sie auf Weiter. Bestätigen Sie jetzt den vorgeschlagenen Gerätenamen oder vergeben Sie einen neuen Namen, um Ihr Gerät zu registrieren. Legen Sie als nächstes einen Autorisierungscode fest, auch ATC genannt. Dieser gilt ab Aktivierung als Unterschrift in der App, zum Beispiel für die Zeichnung einer Überweisung. Der Autorisierungscode muss zwischen 6 und 10 Ziffern lang sein. Geben Sie Ihren Code ein zweites Mal ein, um ihn zu bestätigen. Sobald Sie einen gültigen ATC gewählt haben, können Sie auf Weiter klicken. Zu Ihrer Sicherheit ist Ihr App-Login nur über registrierte Geräte möglich. Wir bitten Sie daher, Ihre Identität mit Ihrer aktuellsten Debitkarte zu verifizieren. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Alternativ können Sie für die Identitätsprüfung auch unsere Bank Austria Hotline kontaktieren. Ihre Karte ist auf der Rückseite mit einem speziellen zusätzlichen Prüfzeichen ausgestattet. Mit diesem können Sie sich schnell und sicher als Kontoinhaberin oder Kontoinhaber ausweisen. Halten Sie Ihre Karte bereit, um das Prüfzeichen einzuscannen, und klicken Sie auf Weiter. Bevor der Scan losgeht, wird Ihnen eine kurze Anleitung angezeigt. Richten Sie das Prüfzeichen gut sichtbar im angezeigten Rahmen aus und kippen Sie anschließend Ihre Debitkarte leicht hin und her, damit das Hologramm reflektiert. Drücken Sie auf Weiter, um den Vorgang zu starten. Halten Sie die Kamera auf Ihre Karte und folgen Sie den vorher beschriebenen Anweisungen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Karte und dem Smartphone während dem gesamten Scan gleich bleibt. War der Scan erfolgreich, ist die Aktivierung Ihrer App jetzt abgeschlossen. Bank Austria, die Bank für alles, was wichtig ist. Das ist ja einfach. App herunterladen, Zugangsdaten eingeben und der Einrichtung folgen. Genau. Im Grunde passieren hier drei Schritte. Als erstes identifiziert man sich mit seinen Internetbanking-Zugangsdaten, also Verfügernummer und PIN. Als zweites legt man einen persönlichen Autorisierungscode, abgekürzt ATC, für genau dieses Smartphone fest. Und als drittes verifiziert man die App mit Hilfe der Bankomatkarte. Alle neuen Debitkarten der Bank Austria sind mit einem Echtheitszertifikat versehen, was die App-Aktivierung besonders sicher macht, da das Echtheitszertifikat nicht von Betrügern nachgeahmt werden kann. Für Kunden, die noch keine neue Debitkarte mit Echtheitszertifikat haben, funktioniert die Aktivierung mit der Bankomatkarte ähnlich. Ein Video mit dem genauen Ablauf der Aktivierung der Mobile Banking App mit einer Debitkarte ohne diesem Echtheitszertifikat finden Sie auf unserer Mobile Banking Website und auch auf unserem Bank Austria YouTube-Kanal. Sie haben den Autorisierungscode ATC angesprochen. Was genau ist das? Der ATC ist ein selbstgewählter 6- bis 10-stelliger Code. Mit dem ATC werden alle Aufträge innerhalb der App freigegeben, wie zum Beispiel Überweisungen oder eine Kartensperre.
Deshalb ist es wichtig, sich den ATC gut zu merken, ihn vertraulich zu behandeln und nicht mit der PIN zu verwechseln. Alternativ zum ATC kann man in der App auch auf eine biometrische Freigabe umstellen. Damit kann man Überweisungen und Co. in der App auch mit Fingerabdruck oder Face ID, also Gesichtserkennung, bestätigen. Also das heißt, die PIN brauche ich zum Einloggen ins 24U und ins Mobile Banking. Genau. Den ATC brauche ich für die Freigabe von Aufträgen innerhalb der App. Exakt. Und beides kann ich in der App mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ersetzen. Genau. Super, jetzt kennen wir uns aus. Schauen wir uns noch an, wie die App-Installation nun abgeschlossen wird. Schritt 3. Personalisierung der App. Um Ihre persönlichen App-Einstellungen festzulegen, müssen Sie jetzt wieder die PIN eingeben, die Sie bei Ihrer Kontoeröffnung für Ihr Internetbanking bekommen haben. Drücken Sie anschließend auf Login. Sollte Ihre PIN fünfstellig sein, werden Sie jetzt aufgrund unserer Sicherheitsanforderungen gebeten, Ihre PIN zu ändern. Drücken Sie auf OK, um mit der Änderung zu starten. Geben Sie die aktuelle PIN ein und klicken Sie auf Weiter. Die neue PIN muss mindestens 8 Zeichen lang sein, wobei die ersten 5 Stellen Ziffern sein müssen und mindestens ein Buchstabe oder Sonderzeichen folgen muss. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und klicken Sie auf Unterschreiben. Geben Sie nun Ihren Autorisierungscode ein, um die PIN-Änderung zu unterschreiben. Sie haben Ihre PIN nun erfolgreich geändert. Je nachdem, ob Ihr Smartphone eine Fingerabdruck- oder Gesichtserkennungsfunktion hat, können Sie jetzt entscheiden, ob Sie diese statt Ihrer PIN beim App-Login oder auch anstatt des ATC zum Unterschreiben nutzen möchten. Drücken Sie dafür auf die jeweiligen Funktionen und anschließend auf Bestätigen. Wenn Sie diese Funktionen nicht nutzen möchten, können Sie diesen Schritt mit Später überspringen. Sollten Sie eine der beiden Funktionen ausgewählt haben, werden Sie gebeten, Ihre Entscheidung mit Ihrem ATC zu unterschreiben. Ihr Smartphone wird Sie im nächsten Schritt fragen, ob die Bank Austria-App Ihren Fingerabdruck oder Gesichtserkennung verwenden darf. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie der App Ihre Erlaubnis geben. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt ein persönliches Profilbild aus Ihrer Galerie auswählen oder ein neues Bild aufnehmen. Möchten Sie kein Profilbild, können Sie diesen Schritt mit Später überspringen. Sollten Sie mehrere Bank Austria-Konten haben, können Sie nun festlegen, welche dieser Konten auf Ihrer Startseite angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Favoriten festlegen, um mit der Anpassung fortzufahren. Klicken Sie auf Später, wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten. Sie können Ihren Konten jetzt Namen geben, um sie später leichter zu unterscheiden. Klicken Sie dafür neben der Kontobezeichnung auf das Stiftsymbol und geben Sie einen neuen Kontonamen ein. Setzen Sie neben den Konten ein Häkchen, die künftig auf Ihrer Startseite angezeigt werden sollen. Drücken Sie auf Weiter, sobald Sie Ihre Favoriten ausgewählt haben. Wählen Sie nun ein Konto, das automatisch für Ihre Überweisungen ausgewählt werden soll. Diese Auswahl kann bei jeder Überweisung nochmal manuell geändert werden. Im folgenden Tutorial werden Ihnen weitere Funktionen der App vorgestellt. Wischen Sie nach rechts, um das Tutorial durchzublättern. Setzen Sie ein Häkchen bei Nicht mehr anzeigen und drücken Sie auf Schließen, wenn Sie mit dem Tutorial fertig sind und es nicht mehr angezeigt werden soll. Die Personalisierung Ihrer App ist dann abgeschlossen. Bank Austria, die Bank für alles, was wichtig ist. Jetzt haben wir die App fix und fertig auf unserem Smartphone. Wie genau funktionieren nun Überweisungen in der App? Überweisungen werden wie gewohnt angelegt, geprüft und am Ende gezeichnet. Aber am besten schauen wir uns das auch in einem kurzen Video an. Gerne. Überweisung in der Mobile Banking App. Als nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie in der Mobile Banking App Überweisungen durchführen können. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Zuerst zeigen wir Ihnen, wie eine manuelle Überweisung funktioniert und anschließend noch eine Fotoüberweisung.
Melden Sie sich dafür ganz einfach in Ihrer App an, sodass Ihnen Ihre Finanzübersicht angezeigt wird. Drücken Sie unten in der Leiste auf Aufträge und dann auf Zahlungsanweisung. Geben Sie nun den Namen der Empfängerin oder des Empfängers ein, um anschließend die IBAN einzugeben. Geben Sie als nächstes den gewünschten Überweisungsbetrag ein. Falls Sie möchten, können Sie optional eine Zahlungsreferenz oder einen Verwendungszweck angeben. Dieser Schritt kann aber auch ausgelassen werden. Gehen Sie weiter, um die Überweisungsdaten zu kontrollieren, und klicken Sie anschließend auf Zur Unterschrift. Je nachdem, welche Zeichnungsart Sie eingestellt haben, werden Sie jetzt gebeten, mit Ihrem ATC, Fingerabdruck, oder mit Gesichtserkennung zu unterschreiben. Sobald die Zeichnung erfolgreich war, können Sie die Überweisung mit Fertig schließen oder als Vorlage für zukünftige Überweisungen speichern. Das sieht ja alles sehr intuitiv aus. Wenn man möchte, kann man seine Überweisung aber auch einfach durch ein Foto von der Rechnung durchführen. Genau. Mit der App kann ich eine Fotoüberweisung tätigen. Bei einer Fotoüberweisung muss ich bei einem vorliegenden Erlagschein oder einer Rechnung die Kontodaten nicht mühsam eintippen. Mittels der App mache ich ganz einfach ein Foto der Rechnung. Die Daten werden automatisch erkannt und übernommen. Danach fehlt nur noch meine Freigabe. Wie wir vorhin besprochen haben, kann die Freigabe entweder mittels ATC, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung erfolgen. Fertig. Aber sehen wir uns auch hier zum besseren Verständnis ein kurzes Video an. Sie können Ihre Rechnung oder Ihren Zahlschein auch ganz bequem mittels Fotoüberweisung bezahlen. Klicken Sie dafür wieder auf Aufträge und dann auf Fotoüberweisung. Ihr Smartphone wird Sie im nächsten Schritt fragen, ob die Bank Austria App Bilder und Videos aufnehmen darf und ob sie auf die Medien auf Ihrem Gerät zugreifen darf. Um die Funktion der Fotoüberweisungen nutzen zu können, müssen Sie der App Ihre Erlaubnis geben. Bevor es ans Fotografieren der Rechnung geht, wird Ihnen eine kurze Anleitung angezeigt, damit die Überweisung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Fotografieren Sie nun Ihre Rechnung oder Zahlungsanweisung und warten Sie auf das Häkchen. Dieses zeigt an, ob das Foto erfolgreich hochgeladen wurde. Sollte Ihre Rechnung mehrseitig sein, können Sie auf das Plus klicken, um weitere Seiten zu fotografieren. Danach werden die Informationen auf den Dokumenten analysiert. Kontrollieren Sie, ob die Überweisungsdaten richtig übernommen wurden, und klicken Sie anschließend auf Zur Unterschrift. Je nachdem, welche Zeichnungsart Sie eingestellt haben, werden Sie jetzt gebeten, mit Ihrem ATC, Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung zu unterschreiben. Sobald die Zeichnung erfolgreich war, können Sie die Überweisung mit Fertig schließen oder als Vorlage für zukünftige Überweisungen speichern. Bank Austria, die Bank für alles, was wichtig ist. Sehr schön, das werde ich gleich zu Hause bei meiner Hundefutterrechnung ausprobieren. Liebe Kunden, wir haben Ihnen heute die Basics der App gezeigt. Installieren Sie die Bank Austria Mobile Banking App aus den App Stores Ihres Anbieters und entdecken Sie alle Funktionen. Falls Sie noch Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen nun live zur Verfügung. Nutzen Sie zum Fragestellen den Chat. Falls wir heute nicht alle Fragen schaffen oder Ihnen bei der Nutzung der App noch eine Frage einfällt, kontaktieren Sie unsere Hotline unter 05 05 05 26 100. Schauen wir uns einmal die ersten Fragen an. Gut. Woher bekomme ich den PIN nochmal, ist eine Frage. Ja, die PIN bekommen Sie in der Erstausstellung, in der Filiale bei der Eröffnung oder wenn Sie ein Konto online eröffnen, direkt im Rahmen der Kontoeröffnung per SMS zugeschickt. Wenn Sie die PIN nicht mehr wissen, wenn Sie sie vergessen haben, können Sie auf die Homepage der Bank Austria gehen. Dort finden Sie eine Seite, über die Sie eine neue PIN beantragen können. Diese wird Ihnen dann, sofern Ihre Telefonnummer bei uns hinterlegt ist, ebenfalls per SMS zugeschickt. Das heißt, Sie können sich eigentlich innerhalb von wenigen Minuten eine neue PIN zuschicken lassen. Dankeschön. Was passiert, wenn das Smartphone defekt ist, verloren geht oder gestohlen wird? Wie kann ich die App am neuen Smartphone neu registrieren?
Ja, also wenn das Smartphone defekt ist, verloren geht oder gar gestohlen wird, dann brauchen Sie sich glücklicherweise um die Mobile Banking App am allerwenigsten Sorgen machen. Das größte Problem sehe ich persönlich darin, dass möglicherweise Ihre anderen Daten weg sind, wenn Sie die nicht zum Beispiel in der Cloud gesichert haben. Das Mobile Banking selbst können Sie, sobald Sie ein neues Smartphone haben, gemeinsam mit Ihrer Bankkarte auf dem neuen Smartphone wieder aktivieren. Und wir würden in diesem Fall Ihnen anbieten, das sozusagen vom alten Smartphone zu löschen. Es gibt die Möglichkeit, das Mobile Banking auf mehreren Smartphones zu betreiben, aber im Normalfall, wenn Sie ein neues registrieren, löschen wir automatisch die Zuordnung und Bindung auf Ihrem alten Smartphone. Das heißt, wenn das Gerät gestohlen wird oder kaputt ist, ist das aus Sicht der Sicherheit Ihrer Banking-App kein großes Thema. Wenn das Handy gestohlen wird und Sie nicht sicher sind über die Umstände oder Ähnliches und sich Sorgen machen, dann können Sie selbstverständlich 24 Stunden rund um die Uhr unsere Hotline anrufen und Ihren Verfüger sperren lassen, dass auch wenn jemand wie auch immer Zugriff auf das Handy hat und Ihnen vielleicht über die Schulter geschaut hat oder was auch immer, trotzdem nichts passieren kann. Dankeschön. Nächste Frage. Mein Mann und ich haben ein gemeinsames Konto. Können wir beide, sprich jeder für sich, auf seinem Handy die App installieren und benutzen? Oder kann das wie über PC, Laptop nur einer, weil die TANs nur auf Handy möglich sind? Danke, gute Frage. Sie können ein gemeinsames Konto nutzen, aber die Berechtigung für das Online-Banking und auch damit für das Mobile-Banking ist immer einer Person zugeordnet, das heißt Ihnen bzw. Ihrem Mann. Das heißt doch, Sie bekommen jeder einen eigenen Zugangscode, einen eigenen Verfüger, eine eigene PIN und es wird auch entsprechend für die Initialisierung Ihre eigene Telefonnummer hinterlegt. Das heißt, Sie installieren sich jeder die Mobile Banking App auf dem eigenen Smartphone und aktivieren diese Mobile Banking App mit Ihrer persönlichen Bankkarte. Vielen Dank. Kann ich 24U auch weiterhin ohne App nutzen? Ja, selbstverständlich können Sie 24U auch weiterhin ohne App nutzen. Wir bieten Ihnen dazu zum Beispiel das KTAN-Verfahren an, wo Sie gemeinsam mit einer Bankkarte TANs für das Login sowie für die Zeichnung generieren können. Muss aber dazu sagen, die Usability dieses KTAN ist nicht ganz so intuitiv und einfach wie mit dem Handy oder mit SMS. Die MobileTAN-SMS werden wir Ihnen noch eine Zeit lang zur Verfügung stellen. Ich kann Ihnen aber derzeit noch nicht sagen, wie lange wir das MobileTAN-SMS-Verfahren noch unterstützen werden. Die nächste Frage lautet, womit wird das Handy identifiziert? Gerätenummer, Telefonnummer, IP? Eigentlich keines dieser drei Dinge. Es gibt im Betriebssystem zwei Identifikationen und Kennungen, aber auch die verwenden wir nicht, sondern wir installieren über den App-Kontext im sogenannten Krypto-Store Ihres Mobiltelefons entsprechende kryptografische Schlüssel. Das heißt, mit der Aktivierung der App laden wir kryptografische Schlüssel, die nur Ihnen und Ihrem Handy bekannt sind, sozusagen einmal herunter und danach erfolgt die Authentifizierung oder Identifizierung Ihres Handys gegen unseren Server über einen automatischen Schlüsselaustausch. Dankeschön. Die nächste Frage lautet, warum kann ich den TAN nicht weiter per SMS erhalten? Ja, ist eine gute Frage. Ich bin persönlich ein großer Fan der Mobile-TAN-SMS gewesen, muss ich sagen. Wir haben das Verfahren 2007 eingeführt. Die Problematik ist, dass sich die Angriffsszenarien und die Probleme des Internets seit 2007 halt leider ein bisschen weiterentwickelt haben. Und wir sehen, die Technik, die 2007 gut und sicher war, verliert sozusagen ein bisschen ihre Sicherheit. Wir schauen uns das sehr genau an. Wir werden das nicht abdrehen, wenn wir es nicht für notwendig erachten. Aber es ist einfach so, dass es verschiedene Methoden gibt, wie zum Beispiel SIM-Swap, IMSI-Catcher. Es gibt also verschiedene technische Möglichkeiten, mit denen theoretisch die MobileTAN angegriffen werden kann. Wir hatten das noch nicht in der Bank Austria, noch nicht in Österreich, aber wir müssen natürlich diese Entwicklungen im Auge behalten und auch in der Lage sein, dann relativ rasch darauf zu reagieren. Deswegen empfehlen wir jetzt schon, solange sozusagen noch Zeit ist, unseren Kunden und Kundinnen bitte auf ein besseres, moderneres, sichereres Verfahren umzusteigen. Dankeschön. Kann ich beide Möglichkeiten, Mobile Banking App und TAN-Generator für Online Banking nutzen? Ja, das geht. Wir unterscheiden normalerweise entweder SMS
oder Push, also sozusagen keine App oder App. Das Katern-Verfahren kann aber mit beiden verwendet werden. Das funktioniert dann so, dass Sie beim Einstieg und auch für die Zeichnung im 24U Katern oder App verwenden können. In der App können Sie für die Aktivierung sogar den Katern verwenden, aber dann zum Zeichnen in der App entweder die ATC oder Ihre biometrischen Daten, also Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Dann nehme ich gleich die nächste Frage. Ab welcher Android-Version ist die Installation dieser App möglich? 5.1 oder 6, da wackele ich jetzt ein bisschen. Beide Versionen sind irgendwie so 7 Jahre alt oder sowas. Also wir unterstützen auch sehr alte Versionen. Ich glaube, es ist 5.1 derzeit von Android. Ich muss Ihnen aber ganz offen gestehen, wenn Sie ein Handy haben, das eine derartig alte Android-Version hat, sollten Sie das möglicherweise nicht für das Banking und vielleicht auch für andere Dinge nicht mehr verwenden, weil es einfach auch keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Was ist, wenn ich das Smartphone oder den Anbieter wechsle? Also wenn Sie den Anbieter wechseln, hat das überhaupt keine Auswirkungen. Sie geben eine neue SIM-Karte rein, erhalten eine neue Rufnummer oder nehmen die Rufnummer mit. Das kümmert uns eigentlich gar nicht. Das bemerken wir auch gar nicht sozusagen oder das interessiert uns auch nicht. Wenn Sie das Handy wechseln, dann haben wir genau den Fall, den wir, glaube ich, vorher schon besprochen haben, auch wenn Sie das Gerät verlieren, dann aktivieren Sie im einfachsten Fall das neue Handy. Sie laden sich die App herunter, aktivieren es neu, wir deaktivieren automatisch die App auf dem alten Handy und schon sind Sie auf dem neuen Handy sozusagen wieder im Spiel. Dankeschön. Wofür ist dann noch der QR-Code am Zahlschein? Der QR-Code am Zahlschein ist eine automatisiert auslesbare Repräsentation dessen, was auf dem Zahlschein draufsteht. Wenn Sie ein Foto von einem Zahlschein machen, dann muss Software erkennen, was auf diesem Zahlschein steht. Das macht eben zum Beispiel unsere Fotoüberweisung. Viel einfacher geht es aber, wenn so ein QR-Code drauf ist, dann liest nämlich auch unsere Fotoüberweisung den QR-Code. Da wird dann so ein blau-weißes Pop-up eingeblendet, das Ihnen vorschlägt, die Daten aus dem QR-Code zu übernehmen. Da sollten Sie jedenfalls ja sagen und dann werden die Daten 1:1 aus dem QR-Code übernommen. Das macht die Übernahme der Daten viel einfacher und auch rascher gewöhnlicherweise. Es besteht auch dann keine Möglichkeit, wer das vielleicht einmal was falsch erkannt werden könnte. Dankeschön. Werden meine Vorlagen aus 24U automatisch in die App übernommen? Das kann man so nicht sagen. Es wird nicht übernommen, sondern sie sind parallel da oder sie greifen auf denselben Speicher zu. Das heißt, jede Vorlage, die Sie im 24U anlegen oder verändern und jede Vorlage, die Sie im Mobile Banking anlegen, steht Ihnen automatisch im anderen System zur Verfügung, weil beide Systeme auf denselben Datenspeicher zugreifen. Dankeschön. Geht gleich weiter mit der nächsten Frage. Kann ich die PIN-Eingabe und ATC-Eingabe auf dem Display kontrollieren? Klammer Tippfehler. Stimmt es? 3 Eingabe-Fehlversuche? Wir lassen eine Kontrolle derzeit nicht zu. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, wie das manchmal ist, dass man auf ein Auge klickt. Und es sind 4 Versuche. Beim vierten werden Sie gesperrt. Also beim vierten falschen hintereinander werden Sie gesperrt. Eine richtige Eingabe dazwischen setzt den Zähler aber zurück. Also es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt sich einmal irren und dann in einem Jahr noch einmal und vielleicht in 2 Jahren noch einmal, dass wir das zusammenzählen, sondern Sie müssten sich schon wirklich 4-mal hintereinander irren. Danke. Der nächste Punkt ist, haben noch eine Frage. Was passiert, wenn ich den ATC vergessen habe? So. Ja, wenn Sie die ATC vergessen haben und im Besitz einer neuen Bankkarte mit diesem mit diesem Echtheitszertifikat sind, dann können Sie in der Mobile Banking App in den Einstellungen Ihren ATC selbstständig zurücksetzen. Das heißt, Sie, wie bei der Aktivierung, scannen Sie dann Ihre Bankkarte ein, damit wissen wir, dass Sie das sind, haben also diese Überprüfung eines zweiten Faktors und schicken Ihnen dann eine neue ATC per SMS zu. Wenn Sie das noch nicht haben, dann können Sie sich an die Hotline wenden, die Ihnen nach einer Sicherheitsüberprüfung ebenfalls eine ATC zuschicken kann. Dankeschön. Das ist eher eine Feststellung als eine Frage, das wollte ich vorher sagen. Ich habe im Normalfall das Internet am Handy abgeschaltet.
Ja, das Mobile Banking arbeitet mit dem Internet, so wie das 24U. Also da muss man ganz klar sagen, wenn Sie das Internet am Handy abgeschaltet haben, dann funktioniert auch Mobile Banking nicht, dann funktioniert auch der Mobile TAN Push nicht. Das heißt, dann geht es einfach nicht. Was Sie machen können, Sie schalten das Internet am Handy ein, wenn Sie da also selbst die Kontrolle drüber haben möchten, bevor Sie sich zum Beispiel ins 24U einloggen oder bevor Sie sich in die Mobile Banking App einloggen. Wenn Sie sich wieder ausgeloggt haben, können Sie das Internet entsprechend auch wieder abdrehen. Wenn Sie die Mobile Banking App gerade nicht verwenden, brauchen wir auch kein Internet. Dankeschön. Nächste Frage, wie genau funktioniert die Gesichtserkennung? Als Frau bin ich mal mehr, mal weniger oder gar nicht geschminkt. Ja, da geht es mir ähnlich, wenn ich hier ins Studio komme. Ja, das müsste man eigentlich genauer gesagt die Hersteller fragen. Apple hat sich da einen Namen eigentlich mit einem sehr guten Algorithmus und einer sehr guten Gesichtserkennung gemacht. Ich bin da jetzt nicht der Spezialist dafür, aber es werden im Wesentlichen bei allen diesen Verfahren manchmal mit Infrarot oder mit verschiedenen Techniken Abstände der Wangenknochen, der Augen und ähnliche Gesichtsmerkmale überprüft. Das heißt, es ist nicht so, dass tatsächlich jetzt quasi ein Foto abgeglichen wird, sondern es werden biometrische Punkte bzw. biometrische Merkmale abgeglichen. Man muss auch dazu sagen, dass sowohl das Fingerprint-Verfahren wie auch die Gesichtserkennung mittlerweile technisch sehr weit vorgeschritten ist und auch sehr sicher ist und sehr gut ist. Dankeschön. Werden PIN, Verfügernummer und oder ATC am Handy gespeichert? Nein. Wie gesagt, wir hinterlegen auf dem Gerät, aber jetzt sozusagen nicht im App-Kontext, sondern in einem speziellen, auf Ihrem Handy entweder in Hardware oder in einem speziellen Softwarebereich abgesicherten sogenannten Crypto-Store hinterlegen wir Schlüssel, kryptografische Schlüssel, und mit diesen Schlüsseln können wir den Benutzer bzw. die Benutzerin identifizieren. Und auch die PIN oder die ATC werden nicht am Handy gespeichert. Und auch vielleicht da noch angehängt, weil wir zuerst auch über die biometrischen Daten gesprochen haben, Fingerprint und Gesichtserkennung, Ihre biometrischen Daten, Ihre Gesichtseckpunkte sozusagen, verlassen Ihr Mobiltelefon nicht. Das ist eine Grundlage dieser biometrischen Systeme, dass die nur auf Ihrem Handy gespeichert sind. Und da wird auch nicht wirklich der Fingerprint gespeichert sozusagen und auch wieder kein Foto gespeichert, sondern eben nur diese biometrischen Merkmale verhasht, nennt man das. Die sind also nicht rekonstruierbar daraus. Ich kann aber abgleichen, ob diese biometrischen Merkmale mit einem zuvor errechneten biometrischen Hash zusammenpassen. Aber auf keinen Fall verlassen diese biometrischen Daten diesen sicheren Kryptostore Ihres Handys. Und wir als Bank Austria, so wie alle anderen App-Hersteller, haben auch sinnvollerweise gar keinen Zugriff darauf. Danke. Kann man trotz Mobile-App auch weiterhin auf dem PC die Überweisungen tätigen? Ja, selbstverständlich. Wurde ja auch im Video entsprechend gezeigt. Sie machen die Überweisung am PC, ist sicherlich ganz angenehm, größerer Bildschirm, man tut sich ein bisschen leichter, gehen zum Schluss auf Unterschreiben. Sie bekommen dann eben diese Mobile TAN Push. Entweder geht die gleiche Push-Nachricht auf Ihrem Handy auf, Sie drücken drauf und sehen die Nachricht und erhalten die entsprechende TAN. Oder sollte das nicht funktionieren, was aber wirklich nicht der Normalfall ist, dann könnten Sie die App öffnen, rechts oben auf Ihre Initialen klicken und die Inbox öffnen und dann sehen Sie die Nachricht ebenfalls und erhalten die TAN. Es funktioniert also in Wirklichkeit, wenn Sie es mal ausprobiert haben, es funktioniert genauso intuitiv und einfach wie die Mobile TAN SMS. Sie kriegen eine Nachricht, nur wird die nicht in die Messaging-App Ihres Smartphones geliefert, sondern in die Mobile Banking-App Ihrer Bank. Der Unterschied oder der Vorteil ist, dass diese Nachricht vertraulich ist. Wir schicken auch den TAN oder die Informationen zu Ihrer Transaktion nicht über das Netzwerk oder die Push-Funktion von Apple oder Google, sondern wir schicken nur eine Nachricht, dass es eine neue Push-Nachricht gibt an die App. Wir triggern das also nur und dann holt sich die App App-to-Server, Punkt-zu-Punkt, diese eine Nachricht speziell für Sie verschlüsselt. Aber wie gesagt, das passiert unter der Haube. Für Sie schaut es so aus, ich tippe auf die Nachricht wie bei einer SMS, es öffnet sich die Mobile Banking App und Sie sehen die Nachricht. So soll es sein. Dankeschön. So.
Wie gehe ich vor, wenn ich mir ein neues Smartphone zulege? Muss ich dann alles neu aktivieren? Brauche ich dann einen neuen PIN? Sie brauchen keine neue PIN. Sie müssen die App neu aktivieren auf dem neuen Smartphone. Und der Prozess ist der gleiche wie bei der Erstaktivierung auf dem alten Smartphone. Das heißt, Sie laden die App herunter, klicken auf Aktivieren, loggen sich mit Ihrem Verfüger und Ihrer PIN ein. Das System erkennt dann, dass es schon eine registrierte App gibt und bietet Ihnen an, die alte App zu deaktivieren im Hintergrund und sozusagen die App auf Ihrem neuen Smartphone zu aktivieren. Sie nehmen wieder Ihre Bankkarte, identifizieren sich durch diesen Scan mit dem Hologramm und die App ist auf dem neuen Handy aktiviert. Nämlich gleich die nächste Frage. Wofür ist eigentlich noch die PC-Webseite notwendig? Geht ja alles über das Handy. Ja, das stimmt. Sie können eigentlich alles auch über das Handy machen. Es gibt noch ein paar ganz wenige einzelne Bereiche, die wir noch nicht in die Mobile Banking App integriert haben. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Aber im Wesentlichen, Sie haben sämtliche Kontoinformationen, Sie haben Ihre Kreditkarten, Sie haben Ihre Sparkonten, Eigenüberträge, Sie haben Daueraufträge, Abschöpfer drinnen, Sie haben Ihre Wertpapierkonten drinnen, Sie haben die Börsen- und Märkteinformationen drinnen. Das heißt, die Mobile Banking App ist eigentlich sowas wie ein Schweizer Messer. Es ist einfach sozusagen, es stehen Ihnen alle Funktionen der Bank Austria auch in der Mobile Banking App zur Verfügung und wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Sie können das, wenn Sie möchten, weiterhin natürlich auch am Desktop machen oder Sie verwenden dafür unsere Mobile Banking App. Dankeschön. Der erste PIN, ist das der gleiche, den ich auf der Karte habe oder ist es der PIN, den ich bei 24U eingebe? Danke, das ist eine sehr gute Frage. Der PIN, den Sie auf der Karte haben, den nennen wir intern Zahlungsverkehrs-PIN. Also das heißt, das ist der Karten-PIN ist immer ein anderer PIN als der PIN oder die PIN eigentlich, die Sie für das 24U verwenden. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die PIN, die Sie für das 24U oder für die Mobile Banking App brauchen, ist die PIN, die Sie früher in so einem Steinchen-Kuvert bekommen haben oder die wir Ihnen heute per SMS zuschicken. Es sind noch unzählige Fragen offen, wie ich sehe, aber um die Zeit Genüge zu tun, werden wir noch drei Fragen mitnehmen, hätte ich gesagt. Dann nehme ich gleich einmal die erste oben von der Reihe her. Ist ein offenes WLAN zum Beispiel in einem Hotel für Bankgeschäfte gefährlich? Nein. Das war früher mal sozusagen in Zeiten, in denen Services auch auf Laptops oder auf Smartphones nicht entsprechend, deren Verbindungen nicht entsprechend kryptografisch abgesichert waren, das gibt es heutzutage de facto nicht mehr. Das heißt, jede normale E-Mail-App, aber auch WhatsApp oder Telegram oder Facebook oder eben auch Ihre Banking-App spricht über TLS, das ist ein Verschlüsselungsstandard, direkt Punkt zu Punkt mit seinem entsprechenden Server. Und ein Angreifer dazwischen müsste einen sehr hohen Aufwand treiben, beziehungsweise er würde bei Ihnen eine Fehlermeldung auslösen, dass Zertifikate nicht zusammenpassen und Ähnliches. Im Fall der Mobile Banking App übernehmen wir sogar im Hintergrund wieder unter der Haube diese Zertifikatsprüfung. Es würde in unserem Fall keine Frage an Sie kommen, ob Sie vielleicht dieses Zertifikat akzeptieren wollen und sich damit gefährden. Wir würden einfach die Verbindung ablehnen. Das heißt, für unsere App kann ich Ihnen sagen, Sie können das in jedem offenen WLAN verwenden. Kein Problem. Ist kein Risiko für Sie. Danke vielmals. Gibt es zu der Mobile Banking App bereits eine Fake-App? Also kann ich mich bei einer falschen App anmelden? Ich hoffe nicht. Mit hundertprozentiger Gewissheit kann ich Ihnen das natürlich nie sagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Für diese drei Ökosysteme, also die zwei großen Android und iOS, also Google und Apple, sowie Huawei, gibt es einen sogenannten App Store. Und solange Sie die Apps über diesen App Store herunterladen, werden die von Apple, Google bzw. Huawei auch entsprechend überprüft. Das heißt, wir mussten uns vor ein paar Jahren als Anbieter einer App
entsprechend registrieren und ausweisen. Da wurde, kann ich mich erinnern, sogar unser Firmenbuchauszug abgefragt und es musste ein Prokurist mit unterschreiben. Also das heißt, da wird ein bisschen ein Aufwand getrieben, um sozusagen eine Sicherheit herzustellen. Auf Apple-Telefonen ist das ein ganz abgeschlossenes System. Da können Sie gar keine andere App installieren. Auf Google, also Android- bzw. Huawei-Systemen gibt es eine Möglichkeit, die sind etwas offener. Da kann man sich selbst ins Knie schießen. Da muss man aber schon mehrere Warnungen wegklicken und genau wissen, was man tut, damit man von einem sogenannten Drittstore installieren kann. Das heißt, de facto, wenn Sie über Ihre normale Banking, über einen normalen Store gehen, nicht irgendwelche außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Dinge tun, viele Warnungen wegklicken, können Sie keine falsche Mobile Banking App der Bank Austria bekommen. Dankeschön. Die letzte Frage nehmen wir noch in Angriff. Falls mein Handy gestohlen wird, können die Diebe Zugriff auf meine Mobile Banking App haben? Ist das Sperren der Verfügernummer bei Verlust oder Diebstahl kostenpflichtig? Gute Frage. Wenn mein Handy gestohlen wird, dann ist, würde ich mir, wie ich das vorher auch schon mal gesagt habe, ich würde mir mehr um Ihre anderen Daten auf dem Handy Sorgen machen, als auf die Banking-Daten. Warum? Ich weiß nicht, wie Ihr Handy abgesichert ist. Es kann sein, dass Sie das nur mit einem Swipe, also gar nicht abgesichert haben, oder dass Sie ein sehr einfaches Muster haben, oder eine sehr einfache PIN, auch 111 ist auf dem Handy eine gültige PIN, um das Handy zu entsperren, und damit hätte ein entsprechender Dieb vollen Zugriff auf Ihr Gerät. Auf die Mobile Banking App hat er deswegen noch lange keinen Zugriff, denn er bräuchte immer noch zusätzlich Ihre PIN, um einzuloggen, oder Ihre biometrischen Daten, um einzuloggen. Das heißt, er bräuchte Ihren Fingerprint oder Ihr Gesicht für die Gesichtserkennung. Sonst kann er das Login in die Mobile Banking App nicht bewerkstelligen. Damit würde ich sagen, ist es einem Dieb nicht möglich, auf Ihr Mobile Banking zuzugreifen. Auf die Frage, ob man den Verfüger sperren soll, ich persönlich halte es nicht für notwendig. Wenn Sie sich nicht sicher sind und ein besseres Gefühl haben, lassen Sie den Verfüger sperren. Die Hotline macht das sofort. Und selbstverständlich ist das Sperren und auch das Entsperren des Verfügers nicht kostenpflichtig. Wir machen das gerne für Sie kostenlos. Vielen Dank fürs Beantworten der ganzen Fragen. Bitte. Wir sind nun am Ende der Fragerunde angekommen. Leider konnten wir nicht alle Ihre Fragen beantworten. Bitte zögern Sie aber nicht, bezüglich Ihrer noch offenen Fragen auf unsere Kolleginnen und Kollegen in den Filialen oder in der Hotline unter 05 05 05 26 100 zuzugehen. Zudem finden Sie alle Erklärungsvideos auf unserem YouTube-Kanal sowie auf unserer Mobile Banking-Webseite. Gleich im Anschluss dieses Webinars erhalten Sie noch einen Link, wo wir uns beide sehr über Ihr Feedback freuen würden, wie Sie dieses Online-Seminar unterhalten hat. In den nächsten Tagen wird Ihnen außerdem der Link zur Aufzeichnung dieses Online-Seminars per E-Mail zur Verfügung gestellt und Sie können sich gerne alles nochmal in Ruhe ansehen. Nutzen Sie unsere Bank Austria Mobile Banking App. Sie werden sehen, wie komfortabel und einfach es ist. Gleichzeitig machen Sie einen großen Schritt zu mehr Sicherheit. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, etwas in die Welt des Digital Bankings einzutauchen. Danke für die vielen Fragen und Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.